Hi. Hi. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Mein Verdacht wegen des Alkohols, das war ein bisschen daneben. Naja, so sind Ärzte nun mal. Daneben. Frau Preisinger, es tut mir wirklich leid. Was kann ich tun, damit Sie mir wieder vertrauen? Ist das Ihr Wein? Ja. Sie halten mich also für keine Alkoholikerin? Nein. Gut, dann verzeih ich Ihnen. Und zur Versöhnung trinken wir doch ein Stückchen zusammen, Das ist keine gute Idee. Ach, Sie mögen nicht. Das ist aber schade, jetzt muss ich mich ja ganz alleine betrinken. Frau Preisinger, bei Ihren Leberwerten, seien Sie nicht kindisch. Sie halten mich nicht nur für eine Säuferin, sondern auch noch für kindisch, ja? Super. Ach, haben Sie es sich anders überlegt? Überlegen Sie es sich lieber nochmal. Brauche ich nicht. Ich weiß nämlich, dass ich kein Alkoholproblem habe. Und Sie hören gefälligst auf, Kollegen gegen mich aufzuhetzen. Was mache ich? Ich bin doch nicht blöd. Dass Frau Sonnbichler ständig auf mich einredet, dahinter stecken Sie. Unsinn. Frau Sonnbichler hat mich gebeten, Ihren Befund nochmal zu überprüfen. Ach ja? Und wie lange dauert es wohl, bis Sie die Gute davon überzeugt haben, dass ich doch Alkoholikerin bin? Das Gegenteil ist der Fall. Frau Sonnbichler hat mir klargemacht, dass Sie nicht trinken. Schön, dass Sie allen glauben, nur mir nicht. Ich weiß, dass Sie mit Medizinern schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich mache diese Erfahrung hier, jetzt und mit Ihnen. Prost! Lassen Sie das! Fassen Sie mich nicht an! Ich will Ihnen doch wirklich nur helfen! Ich brauche keine Hilfe und jetzt verschwinden Sie! Mann, sind Sie bald fertig? Sie langweilen Geben mich. Sie mir die Flasche her. Schluss jetzt! Was fällt Ihnen ein? Ich kann trinken, wann ich will und so viel ich will. Aber keinen Alkohol. Ihre Leber ist schon ruiniert. Ach, Sie haben es immer noch nicht kapiert. Ärzte sind Idioten und Sie ein besonders großer. Es nützt nichts, wegzulaufen. Ihre Krankheit wird Sie einholen, garantiert. Und ich rede nicht von Alkoholismus. Wovon dann? Es muss eine andere Ursache für Ihre kaputte Leber geben. Die da wäre? Ja, wie soll ich das denn rauskriegen, wenn Sie sich nicht untersuchen lassen? Sicher ist nur, dass jeder Tropfen Alkohol für Sie pures Gift ist. Das bringt Sie um. Ja und? Meinen Sie, ich weiß nicht längst, dass ich krank bin? Ich habe Angst. Angst zu sterben. Warum Ihre Werte so schlecht sind, können wir endlich mit der Behandlung anfangen. Wenn Sie die Ursache aber nicht finden. Die finden wir. Versprochen. Selbst wenn. Ich will nicht meine restliche Zeit in irgendeiner Klinik verbringen. Wer redet denn von sowas? Ich bin schwach, ich zitter, hab Schmerzen und es wird jeden Tag schlimmer. Ja, aber deswegen sollten wir schnellstens was tun. Noch so einen unklaren Laborbefund halte ich nicht aus. Es gibt zig andere Untersuchungsmethoden, die uns weiterbringen können. Augendiagnostik zum Beispiel. Damit kann man gerade bei Leberschäden alles Mögliche rausfinden. Sie kommen zu mir in die Praxis. Ich hasse Arztpraxen. Es muss aber sein. Kann man das denn nicht hier machen? Bitte. Ja, hier ist genug Licht. Darf ich? Mhm. Okay. Und? Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Ich fürchte, Sie müssen doch zu mir in die Praxis kommen, damit wir weitere. Was?
Untersuchungen. Tut mir leid, ich weiß jetzt gar nicht, wie mir... Kein Problem.